Hallo, herzlich willkommen bei Avatar 3D. Ich bin Stefan Gericke, ich begrüße euch hier in unserem Studio in Berlin und erkläre euch heute, wie eine 3D-Projektion mit Polarisationsfiltern funktioniert. Was brauchen wir dazu? Als erstes brauchen wir eine 3D-Quelle, das heißt ein Zuspieler. Das ist hier dieser Rechner, der verfügt über eine NVIDIA GeForce Grafikkarte. Die hat den Vorteil, dass sie zwei Bildausgänge benutzt. Das heißt, wir können den rechten und den linken Bildkanal getrennt ausspielen. Neben dem Rechner benötigen wir zwei Projektoren. Da haben wir hier zwei Geräte der Firma Projection Design mit jeweils knapp 3000 Ansilumen Lichtleistung und einer Full-HD-Auflösung. Neben diesen Projektoren und dem Rechner brauchen wir natürlich noch eine Silberleinwand. Die haben wir da hinten aufgebaut. Daneben eine 3D-Brille. Und, last but not least, die sogenannten Polarisationsfilter. Mithilfe der Polarisationsfilter können wir den rechten und den linken Bildkanal voneinander trennen. Und das funktioniert folgendermaßen. Licht breitet sich wellenförmig aus. Wir haben Lichtwellen, die schwingen horizontal, andere Lichtwellen schwingen vertikal und wieder andere Lichtwellen schwingen irgendwie dazwischen. Polarisationsfilter sind winzige optische Gitter, die jetzt eine gewisse Ordnung in das Lichtwellenchaos bringen. Je nach Ausrichtung lassen diese Polarisationsfilter, also die optischen Gitter, nur Lichtwellen hindurch, die horizontal oder die vertikal schwingen. Analog zu den Polarisationsfiltern vor den Projektoren sind die Polarisationsfilter in den Brillen ausgerichtet. Somit sehen wir mit dem rechten Auge nur den rechten Bildkanal und mit dem linken Auge nur den linken Bildkanal. Sowohl die Filter als auch die Brillen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Hier haben wir beispielsweise einen, das ist ein bisschen was Größeres, der hat hier so einen Infrarotblocker auch drauf und der funktioniert für Projektoren bis 30.000 Ansilumen. Bei den Brillen gibt es halt die Modelle mit den starren Bügeln, dann haben wir hier welche, die lassen sich klappen, andere sehen ein bisschen sportlicher aus. Und ich entscheide mich aber heute für den Clip. Das macht sich ganz gut für Brillenträger. So, dann legen wir einfach mal los. Ich schalte die Projektoren ein und bringe mal die Polarisationsfilter an. So, das davor. Das hier ist eine Filmpremiere am Potsdamer Platz. Brad Pitt gibt Autogramme. Momentan wirkt das alles relativ unscharf. Setzen wir allerdings die Polfilterbrille davor, sehen wir den rechten und den linken Bildkanal getrennt. Nehmen wir die Brille weg, sehen wir wieder beide Bildkanäle. Es lassen sich aber nicht nur Filme in 3D zeigen. Viele Computerspiele funktionieren räumlich. CAD-basierte Computerprogramme wie Konstruktions- oder Architektursoftware kann man prima in 3D zeigen. Und wenn euch das alles nicht reicht, dann kauft euch einfach eine kleine 3D-Kamera und macht eure Fotos in 3D, dreht Filme in 3D und zeigt sie euren Freunden. Viel Spaß dabei!